Ja, hallo, liebe Freunde des gepflegten Pilzefilms. Ich bin's wieder, euer Charlie. Hier auf Pfifferlinge mal wieder, aber in ganz anderen Wald. Wir sind jetzt mal Richtung Kerspe gefahren und mehr so Richtung Halver, Rhönsaal, ja, Wipperfürth, die Ecke, also halb bergisch. Ja, mit dabei ist die Karin. Die wollte auch mal gerne Pilze haben. Ja, dann wünschen wir uns mal Trüff Trüff und komm mit. Ja, hier finden wir einen Perlpilz. Nimm mal raus. Ja, der ist schon. Wenn ich den hier schon drücke, ja, der ist also schon durch. Schade. Wenn wir hier lassen zum Aussporen. So, da sind wir jetzt hier im Nadelwald. Finden jede Menge kleine Pfifferlinge. Und hinten auch. Ja, Karin, dann kannst du anfangen zu ernten hier. Nimm nur die größeren mit. Nicht immer schön rausdrehen und dann erst abschneiden. Das hat seinen Grund, weil wenn so ein Rest stehen bleibt, der fault dann. Und dadurch geht dann das Myzel kaputt im Boden. Ist natürlich auch ein natürlicher Vorgang, aber wenn das im Herbst passiert und der ganze Pilz verrottet, ja, dann zieht sich auch das Myzel im Boden zurück. Ja, dann gehen wir mal hier durch. Da sind kleine Fichten. Die Fichten-Pfifferlinge sind immer etwas kleiner als die Laubwaldform. Ja, hier haben wir einen schönen Blick über das bergische Land. Ja, hier steht noch ein grün gefeldeter Täubling. Den nehmen wir mit. Ja, jetzt haben wir endlich Pfifferlinge gefunden. Ja, da Karin freut's. Aber hier stehen noch mehr. Und man muss langsam gehen. Und hier steht wieder alles voll. Und hier stehen auch schöne große, wie man sieht. So, guck mal, sind doch gar nicht mal so schlecht. Hier kannst du auch mal abschneiden. Oder kriegst du ja eine Mahlzeit zusammen. Ja, so kann es gehen, so finden wir welche. Ja, schön freigraben. Guck mal, das ist ein schöner. Ja, auch hier. Und hier. Aber das Video da von dem... Ja, dann gucken wir mal weiter. Ich selber nehme heute keine mit. Karin wollte auch mal gerne Pilze haben. Sie geht so selten. Wenn man berufstätig ist, dann geht das nicht immer so, wie man gerne möchte. Zwar mit ein bisschen Trockenschaden, aber der hier, der ist sehr gut. Den lasse ich auch den Karin ernten. Ja, der hat zwar ein bisschen Trockenschaden, macht aber nichts. Nee, nee. Sag, was du im Supermarkt kriegst, hat noch mehr Trockenschaden. Zeig dir mal in die Kamera, wenn du ihn raus hast. Nimm jetzt mal den großen. Und zeig mir den mal. Oh, ein Zwillingspärchen, guck mal. Ah, guck mal. Gebrochen. Egal. Schneid unten dann hier die Spitzen ab dann. Genau. Ja Leute, hier finden wir einen Perlpilz. Den nehme ich mal im Ganzen raus. Hier oben immer etwas rosa. Dann eine geriefte Manschette und unten die Knolle. Und so einen schönen Pilz lassen wir nicht im Wald. Der ist auch total madenfrei. Kommt nicht ins Kappchen.
Schneckchen. Karin, guck mal, hier sind Pilze, guck mal. Alles voll. Yes, yes, yes. Guck mal. Mit Schnecke. Schnecke bleibt hier. So. Ich will es nicht, aber ich tue es trotzdem. Aber trotzdem noch Glück. Komm mal her, hier ist noch ein großer. Zwei. Ja, dann haben wir es jetzt soweit und beschließen die ganze Sache. Wir haben auch gut gefunden. Wir gucken jetzt noch mal in das Körbchen rein. Ja, wir haben also doch noch viele Vielfältlinge. Wir haben grün gefährdeten Täubling und einen Perlpilz gefunden. Oh, das zaubert der Kai natürlich gleich ein Lächeln ins Gesicht. Ja, sicher. Ja, dann gibt es jetzt am Wochenende Pilze. So, dann sind wir am Ende. Wie gesagt, wir haben es jetzt beschlossen. Wir haben auch gut gefunden hier. Ja, da wird also die Karin gut was zu mampfen haben. Da hat sie sogar noch Gäste, die sie bewirten kann, glaube ich. Ja, und wir beide verabschieden uns jetzt mit einem herzlichen Trüff, Trüff. Trüff, Trüff. Trüff, Trüff. Ja, und dann bis zum nächsten Mal, euer Charlie und die Karin. Ciao. Ja.